Bei Eschlemann hat er wenig gesehen. Keeper des HCD. Noch einmal ein Schuss und das Tor! Die Führung für das Heimteam. Christian Pinana, wenn ich es richtig gesehen habe. Nein, es ist ein Ablenker vor dem Kasten. Im Vorbeigehen quasi erzielt und Eschlemann chancenlos. Schön gemacht und die Belohnung. Diego Kostner zieht ab aus dem Slot. Und wie bitter ist das denn für den HCD? Zwei Tore in der kürzester Zeit kassiert man. Flynn, Kostner, Peng, das war's. 2:0. Schönes Päschen. Und entscheidend, dass Kostner direkt abzieht. Nowotny wäre auch noch da gestanden. Andri bewegt sich viel, natürlich jetzt mit vier Mann. Nygren! Was für ein Knaller! Und der wichtige Anschlusstreffer für den HCD. Bei 5-4 war das dann. Fünfter Saisontreffer für ihn. Ja, da wächst kein Gras mehr, wo dieser Mann abzieht. Mal schauen, wie viel Chacho gesehen hat. Ja, vielleicht ein wenig verdeckt die Sicht. Zum Beispiel Brian Flynn. Oh, Ablenker! Was für ein Pech für die Davoser. Ganz bitter. Dario Rohrbach, seinem ersten Saisontreffer. Wird ihm ziemlich egal sein, dass er glücklich war. Am Schlittschuh des Davosers und Eschlemann chancenlos. Alles Nygren. Bitter natürlich. Dann wird es ganz, ganz schwierig für Chacho. Jetzt aber Ambri mit der Möglichkeit. Wo ist die Scheibe? Dominik Zwerger. Und da war die Unsicherheit bei Sandro Eschlemann, die ausgenutzt wird. Drittes Tor von Dominik Zwerger. Er schon 13 Assists in dieser Saison auf dem Konto hat. Hier Eschlemann weiß nicht, wo die Scheibe ist. Und das ist fatal. Schön auf der anderen Seite, wie Zwerger nachsetzt. Nowotny wäre auch noch da gewesen. Baumgartner. Schön gemacht. Nachschuss. André Sambil! 2:4. Ganz, ganz wichtiger Treffer. André Sambil, 10. Saisontor, also zweistellig. Und vor allem ist es ein wichtiges Tor für den HCD. Herrlich aus der Drehung. Muss man auch zuerst mal machen. Müller. Wenn er die falsche Entscheidung trifft, versucht, sich auf der linken Seite groß zu machen, hätte er lieber Ambül verfolgt und seinen Stock kontrolliert. Ging nicht. Vielleicht noch ein Tor nachlegen und da kommt es. Es ist wirklich wie am Freitag. Wenn der HCD rankommt, dann schlägt Ambri wieder zu. Isacco Totti bei seinem Comeback. Erstes Saisontor von der blauen Linie. Bulli-Gewinn. Schuss. Eschlemann sieht nicht wirklich viel. Rohrbach, der da im Slot schön die Sicht verdeckt. Und Isacco Totti, was für ein Comeback. Toll gemacht. Kostner ist da. Brian Flynn. Zieht ab! Brian Flynn, 6. Tor. Und jetzt ist die Rechnung für den HCD richtig, richtig gesalzen. Drittes Tor für
Flynn in dieser Saison. Schnell gespielt, Querpass, viel freies Eis. Zieht er ab und wieder Verkehr vor Ashley Mann. Also das ein Rezept heute Abend. Novotny ist es, der ihm da die Sicht nimmt. Das ist kein Zufall.